Dr. de Hemre würde sich dann noch einmal an Kostroff wenden und sagen, sich entschuldigen für die, das, den, naja, dummen Spruch von vorhin und ihn sagen, Mr. Kostroff, noch einmal ganz persönlich, ich wollte Ihnen sagen, dass ich es bewundere, mit welcher Kraft Sie diese furchtbaren Ereignisse verarbeitet haben. Und ja, nur dies nochmal von mir persönlich. Danke, Doktor. Das ist nicht der erste Spruch und wird bestimmt noch nicht der letzte sein, der mich die nächsten Dienstjahre begleiten wird. Aber jeder Officer, denke ich, geht jeden Tag ein gewisses Risiko ein. Und man muss versuchen, einfach weiterzumachen. Und ich hoffe, ich kann irgendwann wieder voll meinen Dienst erfüllen, so wie ich das zuvor getan habe und auch wieder möchte. Ja, sicher, davon gehe ich aus. Man muss sich diesen Wirklichkeiten, die einem im Dienst auch begegnen, man muss sich diesen Wirklichkeiten stellen. Es zu verdrängen, würde überhaupt nicht helfen. Nein, durchaus nicht. Und Sie hatten angedeutet, die professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und wenn ich der Meinung wäre, ich würde damit nicht fertig werden, Dr. de Hemre, dann würde ich mir Hilfe holen. Ich habe das im Hinterkopf. Nicht, dass Sie meinen, ich würde daran nicht denken oder ich würde mich dafür schämen. Gut, Sie kennen ja die Adresse meiner privaten Klinik. Gut, nur Detective Jenner fährt, Zulu, der Rest fährt also alle im Fahrzeug von Mr. Katz, das ist richtig. Sieht so aus. Gut, die Fahrt, vom 5. Precinct in die South Warring Street ist nicht besonders weit. Der Verkehr ist allerdings wie immer in Detroit relativ dicht. Ihr braucht so circa 25 Minuten, habt damit noch eine gute Viertelstunde, bis der Gefangenentransport ankommen sollte. Gibt es noch Anlass zu Gesprächen auf der Fahrt dahin? Oakwood Heights liegt im Südwesten Detroits, ein Vorort mit vielen leerstehenden Häusern. Da er in direkter Nachbarschaft zu den Industrieanlagen und Fabriken liegt, ist es eine der am schlimmsten umweltverschmutzten Gegenden der Stadt und der ganzen Vereinigten Staaten. Die Nachbarschaft ist heruntergekommen und verfällt rasant, beschleunigt durch eine neuerliche Welle von Grundstückspfändungen. Der größte verbliebene Betrieb vor Ort ist die Raffinerie der Marathon Petroleum Company und ihre Aschenspeinenschlote sind eigentlich von jedem Punkt im Viertel aus immer gut im Hintergrund erkennbar. Die Limousine von Staatsanwalt Katz kommt zuerst in der South Warring Street an, relativ dicht gefolgt von Detective Jenner. Felix, aus was bestand dein Frühstück? Offiziell sicherlich irgendwie aus so einem Frühstücksburger, inoffiziell aus so einer kleinen Flasche Bourbon. Bist du etwa angespannt auf der Fahrt nach Oakwood Heights? Ja, innerlich schon. Ich versuche nach außen das nicht so zu zeigen, sondern bin mir bewusst, dass ich schon ein guter Cop bin und auch professionell bin in solchen Situationen, aber ich komme jetzt eben mit dem Mörder meines Partners zusammen und ja, ist schon so ein Stein im Magen. Du hängst ein bisschen den Gedanken nach, der Vorstellung, dass du nicht nur diesen Tag mit Aiden Kostroff bringen darfst, dessen Nachlässigkeit deinem Partner das Leben gekostet hat, sondern auch noch mit dem Mann, der direkt dafür verantwortlich ist, mit Franklin Mills. Scheine Schande, oder, dass es in Michigan keine Todesstrafe gibt, nicht mal für solche Schweine und Kopfkiller? Ja, ist schon richtig, aber der Tag ist noch lang.
Du bist ja also allein in deinem Fahrzeug. Das heißt, es gibt wenig Grund, hier die Maske aufrechtzuerhalten. Fingst ja ein bisschen den Gedanken nach. Der Gedanke wandert schon wieder zum flüssigen Frühstück in einer Seitentasche deines Trenchcoats. Du siehst paar hundert Meter vor dir in dieser langgezogenen, öden Straße, wo rechts und links mittlerweile mehr Grundstücke brach liegen, als dass da noch irgendwelche Häuser draufstehen. Trotzdem sind ein paar Fahrzeuge an den Straßenrändern geparkt und du kannst ein Stück weiter vorne die schwarze Limousine von Staatsanwalt Katz halten sehen und sehen, wie die Insassen aussteigen. Plötzlich scheint etwas in deiner Peripherie deines Sichtfelds auf und du hast das Gefühl, da ist irgendwas gerade vom Straßenrand auf die Straße gerollt. Vielleicht ein Ball, ein Fußball. Und hast du da noch einen blonden Schopf gesehen? Plötzlich macht dein Auto einen kleinen Hüpfer. Was tust du? Ich bremse sofort und schüttel mich so und guck mal im Rückspiegel, ob ich irgendwas sehe. Du machst eine Notbremsung und versuchst, das Fahrzeug an den Straßenrand zu steuern. Würfel mal bitte auf Avoid Danger. Das ist eine Avoid Harm, sorry. Reflexes hier. Auf Reflexes, ja. Okay, du fängst dich relativ schnell, trittst sofort in die Eisen und versuchst den Wagen ein bisschen zur Seite zu ziehen. Schaffst es, ihn wieder unter Kontrolle zu bekommen. Allerdings streifst du davor noch ein geparktes Fahrzeug und es reißt dir einen Seitenspiegel weg. Der Lärm ist für die vier Insassen von Joshua Katz Fahrzeug natürlich nicht zu überhören und du siehst vier Köpfe, die sich in deine Richtung drehen. Du hast dich einigermaßen gefangen, steigst in die Eisen, bremst das Fahrzeug ab, steht halb schräg auf der Straße, wirfst einen Blick in den Rückspiegel, während sich der Schweiß auf deiner Stirn sammelt. Scheiße, habe ich jemanden überfahren? Schon wieder? Du wirfst kurz einen Blick in den Rückspiegel, versuchst ihn zu bewegen, um auf die Straße zu blicken, wirfst kurz kurbelst hektisch das Fenster runter und wirfst einen Blick raus. Da ist niemand. Du hast niemanden erwischt, du hast niemanden überfahren, da ist auch kein Ball. Da scheint eine Mülltonne irgendwo umgefallen zu sein am Straßenrand und eine Plastiktüte auf die Straße geweht worden zu sein. Alles halb so wild. Ja. Madre mia, ich mache ein kurzes Stoßgebet, wie ich es von meiner Großmutter gehört habe, und bedanke mich bei höheren Mächten dafür. Und setze mich wieder in mein Auto und fummel nach meinem orangenen Döschen und suche nochmal zwei Tabletten raus, werf die ein und nehme sie nochmal mit einem Schluck aus dem Flachmann und fahr dann hinter die Limousine vom Staatsanwalt. Beim Aussteigen dann so: verschissener Waschbär, reinste Dreckloch hier hinten. Ja, und dann vier sind aus dem Fahrzeug von Joshua Katz ausgestiegen und konnte diesem seltsamen Ereignis beiwohnen, wie Detective Felix Jenner beinahe einen Unfall gebaut hat gegen einen Parken, das Auto geprallt ist und jetzt fluchend aus dem Auto aussteigt, direkt. Während ich Mr. Katz aus dem Auto raushelfe, raune ich ihm zu: Sir, er ist ein Trinker, Sir. Ich denke, er ist ein Trinker, Sir. Ich habe Alkohol gerochen und ich habe eine Flasche gesehen, Sir. In Arsch. Kümmern Sie sich lieber um die Akten als um den Gesundheitszustand von Jenna. Ja, Sir. Ich nehme mein iPad wieder vor und fange an, da drin fleißig zu studieren. Am Straßenrand stehen. Jetzt nicht! Drück dir mein Smartphone in die Hand. Kameramodus. Ja, Sir. Dokumentiert werden. Hinterm Schreibtisch ist Zeit für Ihr Tablet. Es hat auch eine Kamera, Sir. Machen Sie einfach. Also ich nehme das Smartphone von meinem Chef und fange an zu dokumentieren. So, die Hemmler, dann kümmern Sie sich mal bitte um Ihren Patienten. Ich folge nur und lasse das Ganze dokumentieren und hoffe, das geht sauber zu. Wann kommt Mr. Mills denn an? Ja, wie gesagt, ihr habt circa noch eine Viertelstunde Zeit.
Ja, dann seht ihr, wie ich nach hinten gehe, da wo ich das Auto getroffen habe und nach meinem Seitenspiegel suche. Dabei könnte euch vielleicht auffallen, dass das Auto, was ich fahre, nicht ganz zum, also in der Preisklasse liegt zu dem Look, den ich sonst äußerlich habe. Weit drunter oder drüber? Weit deutlich drüber. Arsch. Ich hätte ihnen doch gesagt, sie sollen die Presse anrufen. Warum sind die noch nicht hier? Sir, ich wollte es gerade tun, Sir. Ja, was meinen Sie damit, die Presse anrufen? Hören Sie gefälligst dahin, Augen auf die Straße und die Hamlet, gehen Sie doch mal mit Kostjov. Wir können ja schon mal auf die Terrasse gehen. Gehen Sie schon mal, während Minarstan diesen Telefonanruf macht. Wie bestellt nähert sich ein weißer Van und hält direkt auf euren Aufenthaltsort zu. Auf der Seite steht groß Detroit Free Press. Ja, dann wird sich sofort die Krawatte wieder gerade gezogen. Denken Sie nicht, dass Sie das mit mir hätten absprechen müssen? Sie sprechen Dinge mit mir ab und fragen mich, nicht andersrum. Welcher Spinner hat denn die Aasgeier hierher bestellt? Jenna, ich sagte, diese Szenen möchte ich bitte nur auf dem Revier haben, nicht hier draußen. Setzen Sie sich zusammen. Kaum, dass der weiße Van am Straßenrand geparkt ist, geht eine Seitentür auf und ein halbes Dutzend Journalisten ergießt sich auf die Straße. Angeführt von Kate Dixon, der Stamm-Reporterin vom örtlichen Nachrichtensender und hält direkt auf euch zu. Ah, Miss Dixon, schön, dass Sie es einrichten konnten. Ja, ganz herzlich willkommen. Möchte ich Sie hier heißen in der South Waring Street, wo vor 3 Monaten dieses schreckliche Verbrechen, plural, begangen worden sind. Und, wir haben selbstverständlich Sicherheitsvorkehrungen für Ihre als auch für die Bevölkerung organisiert. Wir haben unter anderem auch für Sie hier Mr. Kostrov, den Sie sicherlich auch schon kennen von Ihren eigenen Ermittlungen. Wenn Sie mögen, Sie haben ungefähr noch, ich glaube, 10 Minuten Zeit. Kostrov. Mr. Katz, Herr Staatsanwalt, bevor wir unsere Fragen an Mr. Kostrov richten, sagen Sie, Sie plant eine Tatortbegehung mit dem Oakwood Heights Schlechter? Was erwarten Sie sich davon, bitte? Nun, wir haben selbstverständlich die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Auch nach diesen gut 3 Monaten wollen wir natürlich nur das Beste. Und wir versuchen, den noch kleinen verbliebenen Teile der Familie noch zu retten. Denn noch können wir ja den kleinen William, den Will, können wir sicherlich noch retten, wenn es uns gelingt. Ja, und dafür hoffen wir einfach, wichtige Hinweise aus den Verbrechen zu ziehen von Mr. Mills. Und selbstverständlich haben wir auch den leidenden Psychologen dabei, Mr. DeHamre, der Ihnen ebenso für Interviews zur Verfügung steht, wenn Sie mögen. Aber Mr. Katz, Herr Staatsanwalt, mit Verlaub, die Entführung von William Bedford liegt 3 Monate zurück. Und soweit wir das aus den Gerichtsakten entschlüsseln konnten, ist Mr. Mills nicht zurechnungsfähig und kann sich an die Taten nicht erinnern. Warum glauben Sie, dass ausgerechnet jetzt eine Tatortbegehung zu neuen Erkenntnissen führen sollte? Nun, wie gesagt, da sollten Sie dann auf den Psychologen vertrauen, Mr. DeHamre hier, Dr. DeHamre, der uns von dem Gericht zur Verfügung gestellt worden ist. Seine Expertise ist es, die uns hier herangetrieben hat und die mich dazu brachte, das Ganze dann zu organisieren. Dr. DeHamre, ja, haben Sie tatsächlich die Hoffnung, dass eine Begehung der Tatorte Ihnen zusätzliche Einblicke in Franklin Mills psychologisches Profil geben wird und Ihnen die Gründe liefern wird, warum er diese abscheulichen Taten vollbracht hat? DeHamre würde sich, nachdem er den ersten Schrecken über diese neue Entwicklung verarbeitet hat, sich einmal durch die Haare fahren und sich dann der Reporterin nähern und ihr die Hand ausstrecken und sagen, guten Tag, ich bin Dr. Caleb DeHamre, der zuständige Experte für Psychologie, der von Mr. Katz beauftragt wurde, diesen Fall hier zu übernehmen, und die Tatortbegehung ist theoretisch auch auf meinen Auftrag hin
Genau, war anberaumt worden. Was Ihre Frage angeht, wir halten Mr. Mills für ein zutiefst psychologisch gestörtes Individuum. Und genauso wie die Persönlichkeitsveränderung, die zu den Taten geführt hat, gehe ich auch davon aus, dass eine erneute Tatbegehung zumindest die Möglichkeit eröffnet, diese von ihm verdrängten Erinnerungen wieder aufzurufen und gegebenenfalls Informationen ans Tageslicht zu bringen, die zumindest dazu führen könnten, dass der kleine Billy gefunden wird. Ja. Doktor, wie Sie sicher wissen, ist das nicht nur das, nicht nur der Tatort, wo die Bedford-Familie hingerichtet wurde, sondern auch das Haus, in dem Franklin Mills aufgewachsen ist. Glauben Sie, es gibt einen Grund, warum er für seine Morde in sein Elternhaus zurückgekehrt ist? Absolut. Das Elternhaus ist aus psychologischer Sicht für jeden Menschen ein ganz besonderer Ort. Und wenn Sie sich auch die schwierige Kindheit von Mr. Mills einmal ansehen, dann ist es klar, dass wenn Menschen eine solche psychologische Veränderung durchmachen, dann führt sie dies häufig an bedeutsame Orte zurück. Und wie gesagt, die Heimat der Kindheit ist die Nummer eins auf dieser Ebene. Und nun, ich habe mich sozusagen, ich beschäftige mich schon seit langem mit derartigen Fällen, mit psychisch gestörten Straftätern und Mördern, wie vielleicht ein Leser meines Blogs The Mazes of the Murderer's Mind schon wissen. Und nun, gelinde gesagt, Mr. Mills ist da, auch wenn sich das jetzt vielleicht krass anhört, ein Fall unter vielen. Dr. DeHamry, wenn Sie gerade Ihren Blog ansprechen, Sie scheinen ein großes Interesse daran zu haben, gestörte Persönlichkeiten wie Mr. Mills zu untersuchen. Halten Sie es für angemessen, dass ein so brutaler Massenmörder möglicherweise den Rest seines Lebens in einer Nervenheilanstalt verbringen darf? Aber selbstverständlich. Auch dies eine, sagen wir mal, im krassesten Fall eine Todesstrafe. Auch die würde seine Verbrechen nicht rückgängig machen. Das Einzige, was wir aus wissenschaftlicher Sicht auch für die Gesellschaft und für die Menschheit als solches tun können, um gewisse Erkenntnisse zu gewinnen, ist die eingehende Untersuchung dieser Individuen, um möglicherweise, sagen wir einmal, Früherkennungsmechanismen zu entwickeln, um zukünftige solche Verbrechen verhindern zu können. Dr. DeHamry, glauben Sie nicht, dass eine so extreme Konfrontation mit der Vergangenheit bei Franklin Mills suizidale Neigungen hervorrufen könnte? Wir haben aus sicherer Quelle erfahren, dass in der Vergangenheit bereits einige Ihrer Patienten Suizid begangen haben. Bevor Sie darauf antworten, es geht uns selbstverständlich nur um William und weniger um Mr. Mills. Wir sind natürlich an seiner Gesundheit sehr interessiert, aber wir wollen immer noch einen 9-jährigen Jungen retten, denn wir hoffen darauf, dass er noch seinen 10. Geburtstag erreichen kann. Das ist doch das, worauf es hier ankommt, und das ist das, was wichtig ist. So, wie gesagt, Sie haben hier noch Mr. Kostjov, auch der hat noch einige Erfahrungen in diesem Haus gemacht, auch den können Sie gerne noch einmal, hier, bitteschön. Kostjov wird sich als Staatsanwalt schon einmal versucht hat, ihn auf die Reporterin zu hetzen, und als dann glücklicherweise der Psychologe dazwischen gegangen ist, beziehungsweise die Reporterin sich zuerst auf ihn gestürzt hat, wird er sich in den Hintergrund verzogen haben, an seiner Krawatte ein bisschen genestelt haben und sehr, sehr unglücklich reingeschaut haben. Und lächelt auch jetzt nur sehr dünn und schaut die Reporterin fast schon etwas flehend an, dass sie doch noch hoffentlich mehr Interesse an irgendwem anders oder noch andere Fragen an irgendwen anders stellen möge. Keine Chance.
als sie bemerkt, dass Dr. D. Henry bzw. Joshua Katz für ihn der Frage nach den Selbstmorden geschickt ausgewichen ist, wendet sie sich sofort an dich, Aiden, als könnte sie deine Scheu riechen, wie so eine Hyäne. Geht sie sogar zwischen die anderen Umstehenden ein paar Schritte auf dich zu, während Kamera und Tonmann ihr hinterher drängen. Mr. Kostroff, Sie wurden in Ausübung Ihres Dienstes schwer verletzt. Wie fühlen Sie sich, an diesen Ort zurückzukehren? Aiden schaut sichtlich gequält und bei dem Versuch, abermals sein dünnes Lächeln aufrechtzuerhalten, ist es schon fast eine Fratze, die er da zieht. Er lächelt dann nur dünn und sagt, Ma'am, also er ist sichtlich auch nicht gewöhnt, vor der Presse zu sprechen. Dafür ist seine Berufsgruppe nicht ausgelegt. Und er fängt an seinem Kragen zu nesteln, die Krawatte zwar öfters hin und her zu schieben, als eigentlich nötig. Ma'am, nein. Das ist ein Tatort wie jeder andere auch. Und an diesem sind besonders schreckliche Dinge geschehen. Und nun, ich wurde hier, das ist wahr, verletzt und in der Folge kam auch ein Police Detective ums Leben. Und Mr. Kostroff, der die getötete Detective, von dem Sie sprechen, Clark Glover, ist es wahr, dass er mit Ihrer Dienstwaffe erschossen wurde? Wie kam es dazu und wie fühlen Sie sich, wenn Sie jetzt mit dem ehemaligen Partner von Detective Glover, Detective Jenner, zusammen an diesen Ort zurückkehren? Also Detective Jenner steht hinten an seinem Wagen und zündet sich eine Zigarette an. Der hält sich fern von den Reportern. Dr. DeHemry würde Kostroff auch nochmal so an die Schultern greifen und ihn bestärkend zunicken und sagen, Mr. Kostroff, sagen Sie, was Sie bewegt. Sagen Sie die Wahrheit, es wird Ihnen helfen. Ma'am. Natürlich ist, wie aus den Ermittlungsberichten zweifelsfrei hervorgeht, und das kann man natürlich auch nicht mehr ungeschehen und ungeschrieben machen, so ist es passiert. Ich wurde überwältigt und Mills hat mir meine Waffe abgenommen. Ich konnte dagegen nichts tun. Und mit dieser Waffe wurde leider Detective Clover in Ausübung seines Dienstes erschossen. So, Fräulein Dixon, ich würde sagen, jetzt kommt gleich demnächst der Wagen mit Mr. Mills und wir sollten vielleicht noch ein großes Foto machen von uns allen zusammen. Jenna, kommen Sie bitte mal. Jenna, ein Foto für die Presse. Ich ignoriere das erstmal. Jenna? Ja, Sir? Wir brauchen noch ein großes Foto, damit der Bürgermeister... Ich halte Sie nicht auf, Sir. Damit der Bürgermeister Sie noch befördern kann. So, Mrs. Dixon, würden Sie bitte? Ich schlurfe zu der Gruppe, als wenn ich zu meiner eigenen Beerdigung gehe. Also ich suche auf diesen 5 Metern den längstmöglichen Weg. Kunal begibt sich aus dem Bild heraus. Also er möchte nicht mit auf die Aufnahme und er glaubt auch, dass Mr. Katz das Recht ist, wenn er nicht mit auf der Aufnahme drauf ist. Während die Reporter da ihre Gruppenfotos schießen und Joshua Katz schön posiert für die Kamera, während der Rest wahrscheinlich eher ein bisschen missmutig bei der Sache dabei ist, nutzt die Reporterin die Gelegenheit und stellt sich ein bisschen zu Kunal, der da ein bisschen abseits steht. Also vielen Dank, Kunal, für den Tipp mit dem Staatsanwalt. Er scheint das Spotlight ja ziemlich zu genießen. Ja, ich helfe immer wieder gerne. Sie können sich immer auf mich verlassen. Ganz ehrlich, Kunal, das ist doch ein Riesen-PR-Stunt, oder? Er glaubt doch nicht wirklich, dass er heute noch irgendwas über den Aufenthaltsort von William Bedford herausfindet. Ja, vielleicht wirklich über den Aufenthaltsort schon, aber er glaubt nicht mehr dran, dass er lebt. Und ich glaube es auch nicht. Und die Kameras stehen ihm. Er ist ein gut aussehender Mann, nicht wahr? Er ist auch ein hochgradig qualifizierter
Staatsanwalt, der ursprünglich aus Washington D.C. kommt. Warum glaubst du, dass ein Mann wie er mit einem guten Namen und blendenden Aussichten ausgerechnet in Detroit seinen Dienst tut? Er wird seine Gründe haben und er hat auffallend viele Telefonnummern mittlerweile hier in Detroit in seinem Handy. Ich habe ja sein Handy bekommen, halte er das jetzt gerade so hin? Ich hab sie alle abgefilmt. Das ist gut, Kuna, das ist gut. Ich sehe, du hast nicht alles verlernt seit deinem Praktikum bei uns. Danke. Du hältst mich doch sicher auf dem Laufenden. Es ist selbstverständlich. Unsere Abmachung gilt, ja. Unsere Abmachung. Sie erzählen mir auch Dinge, die ich wissen muss, nicht wahr? Mit Sicherheit, natürlich, ja, klar. Dann vielen Dank und gute Zusammenarbeit. Sag mal, du hattest doch gemeint, du glaubst, dass da vielleicht eine Art von Verschwörung oder sektenähnliche Verstrickungen hinter der Sache stecken könnten? Hast du da schon etwas Näheres rausgefunden? Noch nichts, noch da gar nichts, aber ich denke, ich rieche es förmlich. Und Sie wissen, wenn ich etwas rieche, dann rieche ich es. Kunal, wir sind zwar Lokalnachrichten, aber ein bisschen mehr Substanz als einen schlechten Geruch bräuchten wir dann schon für eine ordentliche Story. Aber bis echt erfinden werde ich auch nichts. Selbstverständlich nicht. Wir sind die Detroit News. Wir wollen natürlich nur die Wahrheit berichten. Selbstverständlich. Und nur die Wahrheit ist das, an dem ich interessiert bin. Nur die Wahrheit. Immer nur die Wahrheit, die interessiert mich. Sie schaut kurz auf ihre Uhr, während die letzten Fotos gemacht werden. Wo bleibt denn verdammt noch? Und genau in dem Moment fährt ein weiterer weißer Van in die Straße ein und hält auf das Fahrzeug zu. Ich werde jetzt gehen. Ich möchte nah an ihn heran. Zwei Personen verlassen den weißen Van, der keinerlei Aufschrift oder sowas trägt. Der eine ist dennoch in der Uniform eines Vollzugsbeamten gekleidet und steigt an der Fahrertür aus, geht einmal um das Fahrzeug herum zur Hintertür, öffnet hinten die Tür, steigt kurz in den Wagen hinein, kurz darauf tritt er mit einer zweiten Person aus dem Fahrzeug heraus, ein circa Mitte 40 alter Mann, natürlich in einem orangen Jumpsuit gekleidet, darüber nochmal eine gestopfte, wattierte Jacke gegen die Kälte oben drüber. Die Haut von Franklin Mills ist gräulich, ist insgesamt, obwohl er mal ein sehr kräftiger Mann gewesen zu sein scheint, der ein ziemlich hartes Leben geführt haben muss, und ziemlich hart malucht haben, ist er ziemlich eingefallen und dürr mittlerweile. Die Haut hat fast den Grauton seiner Haare angenommen. Er wirkt fast ein bisschen ausgemergelt und er ist sichtlich am Bibbern unter seiner Gefangenenkleidung. Seine Hände und Füße sind jeweils mit Fesseln gesichert. Und das sorgt natürlich dafür, dass er nur in kleinen Trippelschritten gehen kann. Sein Bewacher, der Vollzugsbeamte, scheint von der ganzen Situation eher so milde angetan zu sein. Er hat scheinbar Kopfhörer im Ohr und scheint da wohl irgendwas zu hören. Das dazugehörige Abspielgerät befindet sich in seiner Brusttasche und er stößt Franklin Mills etwas übellaunig in Richtung von euch fünf und natürlich der Reporter, die ihn sofort belagern. Frage. Dr. DeHamre würde sofort dahin gehen, den Vollzugsbeamten ignorieren und sich vor Franklin Mills aufbauen, obwohl Franklin Mills ihm körperlich überlegen ist, immer noch
steht ja vor ihm, wie man vor einem Kind stehen würde, und fragt ihn einfach mal. Franklin, wie geht es Ihnen heute? Was soll die Scheiße? Ich weiß nicht, was ich hier soll. Warum sind wir in dieser Drecksgegend? Es ist scheißkalt. Ich will zurück in meine verdammte Zelle. Jenna geht auf Mills zu, nickt dem Beamten an, dass er den Gefangenen jetzt übernehmen wird. Und dann fasse ich ihm an die Handgelenke, wo die Handfesseln sind, und ziehe die nochmal fester, auch gerne so, dass er Schmerzen dabei hat. Er winselt sofort unter Schmerzen auf und guckt in Richtung des Kameramanns. Sehen Sie, was die verdammten Cops mit mir machen? Ich bin hier das Opferlamm, das zur Schlachtbank geführt werden soll. Ich weiß gar nicht, was die Scheiße hier soll. Die schleppen mich in dieses heruntergekommene verdammte Haus und dann knallen sie mich ab. Das ist alles eine Verschwörung. Das ist alles eine Riesenverschwörung. Ich habe überhaupt nichts getan. Als Mills aus dem Fahrzeug steigt, hat sich Kostschow sichtlich versteift. Das Gesicht wurde wächsern. Und er reagiert erst, als Jenner auf ihn zugeht und die Handfesseln enger zieht, und als jetzt er den Zusammenhang erkennt, worauf Mills da anspielen möchte und auch in Richtung Presse heischt, tritt Kostroff nach vorne und stellt sich mehr oder weniger absichtlich vor den Kameramann und zwischen Kameramann und Mills, um das ein bisschen abzuschirmen. Und wartet einfach, dass es dann darauf weitergeht. Mr. Mills, wir haben doch darüber gesprochen. Es geht um ihre Krankheit. Vielleicht können wir Ihnen helfen, indem wir Sie hier hinbringen. Sie werden schon sehen. Ich bin nicht krank und ich brauche auch keine Hilfe. Und ich weiß nicht, was ich an einem solchen Scheißort wie dem Haus da hinten finden sollte. Hören Sie mir zu, das ist alles ein Riesenjustizskandal. Die verdammten Cops knallen sich gegenseitig ab und dann schieben sie es einem Honest Joe wie mir in die verdammten... Ich habe nichts getan. Ich habe überhaupt nichts getan. Das ist eine Riesenverschwörung. Sie müssen das senden. Die werden mich umbringen. Ich würde Mills so einen Schubs Richtung Haus geben und ihm dabei ins Ohr zischen. Ich weiß, was du getan hast, du Arschloch. Ich finde richtig. Ich weiß auch, was du getan hast. Ich weiß auch, was du getan hast, du dreckiger Kopf. Ich gebe ihm so einen weiter Schubs, dass er losgehen muss. Und der Schubs muss immer so ein bisschen so doll sein, dass er mit seinen kurzen Trippelschritten sich immer gerade so fangen kann. Würde mit meiner Hand so zeigen, dass die Kameras da bitte mal Platz machen sollen. Und ihn auf das Grundstück und die Veranda führen. So, meine Herren, wie gesagt, wir müssen hinten rum. Wir möchten ja auch wieder über die hintergelegene Veranda, also einmal bitte um das Haus herum. Und die Presse bleibt bitte hier. Miss Dixon, Sie sorgen bitte dafür, dass Sie hier bleiben. Sie hat gerade den Finger am Knopf im Ohr und hört in was rein. Und dann blickt sie dich an, guckt kurz zu dir rüber, dann in die Kamera. Also sie guckt dich an, so von wegen, das war nicht abgesprochen. Dann guckt sie in die Kamera. Das war der Bericht von Detroit News. Wir haben gerade erfahren, dass es zu einem Banküberfall in der Innenstadt gekommen ist und werden jetzt auf der Stelle dorthin verlegen und Ihnen dann live berichten. Das ist Kate Dixon von Detroit News. Auf Wiedersehen. Dann wirft sie dir nochmal so einen Blick zu, von wegen, ich hoffe, dass das reicht so. Und, ja, dankbares Nicken, und damit darf sie dann sich auch wieder in den Van, in den Kastenwagen dann verabschieden. Dr. DeHamel würde ihr noch seine Karte geben und sagen, falls Sie noch Fragen zu in diesem Fall haben oder ein Interview führen möchten, dann melden Sie sich bei mir. Sie nimmt deine Karte und verschwindet dann mit den restlichen Journalisten in Richtung ihres Vans. Dann fahren sie weg und ihr seid allein mit Franklin Mills.